Hey ho, Spielspaß und viel Schokolade hier in SimCity 5. Wir sind in der vierten Folge, endlich mal wieder eine neue Folge von SimCity. Ja, ich war im Urlaub, habe es genossen, sagen wir es mal so, und bin da folglich nicht zugekommen, mal ein bisschen zu kommentieren. Da sehen wir auch zwei schöne neue Nachbarstädte, die gebaut wurden, unter anderem mit Casinos etc. Das heißt, wir können hier mal im Verbund Koop oder kooperieren mit meinen Freunden. Hier brennt es auch wieder so schön fleißig. Aber unsere Stadt wächst, wächst und wächst. Wunderbar. Wir müssen mal eben die Lautstärke, die habe ich ein bisschen runtergeregt gehabt, weil ich im Singleplayer eigentlich immer Musik im Hintergrund laufen lasse. Dann brauche ich auch nicht die Spielmusik haben, weil das überlagert sich dann. Das ist doch Quatsch. Ja, also wir sind bei 19.747 Einwohnern. Wir können jetzt auch mal überlegen, ob wir jetzt, da jetzt die zwei anderen Städte gebaut wurden, ob wir da schlicht und einfach auch mal Abwasser verkaufen. Und das machen wir dann auch gleich. Hier hauen wir das Abwasser weg. Da müssen wir uns selber nicht mehr drum kümmern, in dem Sinne, beziehungsweise nicht für neue Kapazitäten sorgen. Und später können wir dann uns überlegen, ob wir das dann anders regeln. Was macht's jetzt? Komm, fließ ab. Fließ doch ab, Mann! An für sich staut sich's wieder so ein bisschen, aber das ist alles noch ein bisschen Pre-Patch etc. Wir müssen jetzt auch mal langsam bei so 19.000 Einwohnern oder 20.000 Einwohnern inzwischen an ein Shuttle-Depot bzw. Bus-Depot denken, denn wir wollen ja auch ein wenig hier die ganzen Staus bewältigen, den Staus entgegenwirken, den Jungs und Mädels hier in unserer schönen Stadt. Ein wenig andere Möglichkeiten darbieten und haben wir direkt hier noch ein paar mehr Busmöglichkeiten hin oder Shuttlebusse raus. So, jetzt verteilen wir auch noch eben die ganzen Bushaltestellen, damit die Jungs und Mädels da auch einsteigen können, unsere Sims, damit sie auch zufrieden sind, damit sie auch in der relativen Umgebung immer wieder eine Möglichkeit haben zum Einsteigen, damit die Staus ein wenig mehr werden. Hier durch die grünen Linien, wie man sieht, wenn man das dann ein bisschen verfolgt, kann man das ein wenig kompensieren. Das heißt, man muss nicht in jeder Straße einen hinhauen, aber durch die grünen Linien wird es angezeigt, dass es abgedeckt ist hier im Busbereich. Und glaubt, das ist dann okay so. Jetzt müssen wir hier noch im Industriegebiet noch was reinhauen. So, schön parallel. Dann sind auch die Nebenstraßen alle versorgt. Und da haben wir, glaube ich, auch nochmal eins hin, damit das auch nochmal grün ist. Genau, so. Sieht doch soweit ganz gut aus. Die Stadt wächst weiterhin. Wir müssen auch so langsam mal daran denken, dass wir nicht nur neue Wohngebiete herausgeben, sondern uns schlicht und einfach auch da hervortun oder heranarbeiten, dass die Dichte sich erhöht, dass Hochhäuser gebaut werden oder zusammenhängende Komplexe gebaut werden, damit auch einfach mehr da, damit wir weniger Platz verbrauchen, weil wir haben ja nur noch begrenzt Platz. Das ist ja so hier in den neuen SimCity und das wollen wir dann natürlich auch so hinnehmen. Aber langsam immer eins nach dem anderen. Denn lasst euch ruhig Zeit, irgendwann mal überrumpeln euch sozusagen die ganzen Probleme, wenn man das zu stark ausbaut. Außer ihr seid natürlich ein Profi und habt hier schon 22.000 Spiele gemacht vielleicht. Dann wisst ihr natürlich ganz genau, wie ihr das angehen könnt. Mittlere Straßen. Wir müssen jetzt auch mal langsam versuchen, hier die Staus ein wenig zu umgehen. Deswegen haben wir da auch mal ein paar Parallelstraßen hin, damit sich das auch ein wenig entwirrt. So, sehr schön, da wird es auch gleich mal ein bisschen angenommen. Hoffen wir mal, dass das dann auch ein wenig besser dazu sorgt, dass ja ein besserer Fluss hier stattfindet. So, dann haben wir den hier hin ungefähr, weil ich möchte direkt hier gleich noch ein weiteres Quadrat herausgeben. Ja, so ungefähr. Gut. Dann machen wir so Rechteckform. Wieso will er das nicht? Hä? Überlappung der Straßen. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Dann machen wir halt. Will nicht.
gerade. Dann machen wir erstmal so, dann müsste es gehen, genau. Komisch, warum das jetzt nicht funktioniert hat, verstehe ich nicht. Gut, dann haben wir das nochmal hier hin. Wir wollen ja hier weiterhin andere Möglichkeiten darbieten, damit auch die Sims vielleicht ein wenig nicht nur immer die Staus reinfahren, sondern einfach auch andere Wege nutzen zu ihrer Stelle, beziehungsweise in das Industriegebiet, wo die Jobs locken. So, da haben wir auch noch eins hin. Gut, dann haben wir das soweit fertig hier. Nochmal drei Parallelstraßen reingehauen, damit die Jungs und Mädels in unserer schönen Stadt Kalimdoria sich da hervortun können, beziehungsweise die anderen Straßen nutzen können. Irgendwann mal können wir dann mal über größere Straßen nachdenken, aber das müssen wir alles anders angreifen, wenn die Stadt auch weiterhin gewachsen ist. Fließt, ja, es fließt so langsam, fließt es ab, wie man sieht es. Die Scheiße fließt ab. Gut. Schön, Feuerwehr hat wieder Probleme. Löschfahrzeuge. Müssen wir vielleicht nochmal ein weiteres hinhauen. Ein weiteres Löschfahrzeug, machen wir lieber auf der Seite. Gut, was da? Oh, da sind die Gefängniszellen voll. Da wollen wir natürlich hier... Ja, komm, so. Ich glaube, hier hin, so. Hauen wir das hin. Sind inzwischen bei 5322 Income, beziehungsweise pro Stunde. Simoleons. Und wie sieht's da aus? 9 Sims gestern unterrichtet. Hört sich mal gar nicht viel an. Aber das wird doch relativ fix gehen, denke ich. Weil ruckzuck ist das dann so, dass die ganze Stadt ihre Schüler bzw. Kinder da in unsere Grundschule reinschicken möchte. Und so, wir können so langsam mal nachdenken oder hier die Straßen ein wenig ausbauen, damit der Verkehr ein wenig besser fließt. So, weil ich hier auch am Anfang nur kleine Straßen gezogen habe. So, und durch die Erweiterung auf mittlere Dichte oder Straße mit mittlerer Dichte haben wir da auf jeden Fall schon mal eine Verdopplung der Straßen bzw. der Spuren. Dadurch kann der Fluss ein wenig besser gewährleistet werden von den Autos, die dann abfließen können. Vor allen Dingen, wenn auch es brennt oder so, oder die Polizei irgendwas macht oder Krankenwagen, die blockieren das ja auch. Dann staut sich es einfach dahinter. Gut, wir können dann mal ein bisschen hier das Tempo erhöhen. Da brennt es auch schön fleißig, aber unser Feuerwehr ist schon da. Und versucht den Brand zu löschen. Sieht doch soweit gar nicht so schlecht aus. Noch sind die Probleme gering. Wenn man es mal so sieht, bei 21 oder fast 22.000 Einwohnern. Denn irgendwann mal, wenn man so 100 oder 200 oder noch viel mehr Einwohner hat, das kennt ihr vielleicht, dann explodieren plötzlich die Probleme und dann muss man ein bisschen aufs Geld achten etc. Und vor allen Dingen will jeder irgendetwas haben in seiner großen Stadt. Der will jetzt schon will der ein Schienennetz haben. Ja, machen wir später, bla bla. Dafür müsste ich dann, glaube ich, die nächstgrößere Straße ausbauen mit 3 Spuren pro Seite, also insgesamt 6-spurig. Und das ist ja erstmal Quatsch. Sieht soweit ganz gut aus. Sind ja auch schon in Richtung 23.000 Einwohnern. Also unsere Stadt wächst und wächst und wächst, obwohl wir jetzt keine weiteren Gebiete rausgegeben haben. Aber durch die Erhöhung der Dichte, wie ihr sehen könnt, erhöht sich einfach auch dann die ich meine natürlich die Bewohneranzahl. Und da zum Beispiel sieht man, dass ein neues Haus gebaut wird, suboptimal mittendrin statt nur dabei, nein, also mittendrin statt direkt an der Seite zu bauen. Aber das kann man nicht wirklich beeinflussen, denke ich. Vielleicht kleine Quadrate formen. Aber da sind dann vielleicht zu viele Straßen und zu wenig Platzverlust, den man dadurch hat. Gut, schauen wir ein bisschen rein in die Karten. Das ist die Gebäudedichte-Karte. 180 Geld haben die. Das ist die Zufriedenheit, wird in grün dargestellt. Und es geht noch weiter vorweg. Hier möchte jemand Wohlbefinden statt Wohlstand. Es gibt zu viele kranke Leute in dieser Stadt. Ja, ja, was soll ich da jetzt gegen machen? Also Patienten in Behandlung läuft soweit noch.
Können noch mal einen weiteren Krankenwagen hinhauen. Das könnte ich noch machen. So, hauen wir noch einen weiteren Krankenwagen hin. Der kostet 10.000 und hat natürlich auch noch einen Anteil daran, dass natürlich unser Income wieder sich ein wenig verringert. Genau wie hier. Schlicht und einfach zu viele Schüler. Das heißt, wir müssen es ein wenig erhöhen, die Dichte. Genau. Ein weiteres Klassenzimmer hin, damit auch mehr Schüler da in die Schule gehen können. Dadurch erhöht sich auch die Zufriedenheit unserer Bewohner, weil die einfach auch da wieder ihre Schüler oder Kinder wegschicken können. Zur Arbeit, genau. Kinderarbeit. Nein, also eben zur Schule, damit die dann auch sich weiter fortbilden können. So, da könnten wir mal wieder mittlere Dichte machen. So, wo staut sich's noch? Da staut es sich. Ist das denn schon zweispurig? Ich glaube, das ist schon zweispurig. Ja, dann nehmen wir das so hin. Da hinten brauchen wir es noch nicht. Das müssen wir irgendwann mal auch ausbauen. So, Wohngebiete. Offene Jobs für mittlere Einkommensschicht. Ja, das ist schön. Das ist schön. Wie sieht es hier aus? Gebäudedichtekarte. Irgendwann erhöhen die sich auch in dem Sinne, wenn die genug gemacht haben, wie man es hier auf der linken Seite jetzt sieht. Ja, wunderbar. Die Stadt wächst und wächst. Probleme werden mehr, aber man muss es auch mal so sehen, wenn man natürlich dann hinterher eine schöne Stadt aufgebaut hat, dann ist man stolz in dem Sinne, dass man es trotzdem be alles bewältigt hier, die ganzen Probleme. Und man möchte ja sich auch weiterentwickeln, seine Spielerfahrung weiterentwickeln. Und das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Verkehr fließt soweit, bis auf ein paar Straßen, weil die alle sich da noch rein bemühen in diese Straßen, obwohl wir da natürlich auch Richtung Industriegebiet das alles ein wenig entwirrt haben. Ja, da will sie immer noch. Ja, machen wir später, machen wir später. So, jetzt wollen wir sehen, was will sie denn genau? 5 Kranke, ja, das denke, das sollte machbar sein. Regionale Verkehrsaufkommen der Autobahn reduzieren. So, ist mittlerweile ein echtes Problem. Sehe ich jetzt nicht so, aber okay. Die Sims müssen nicht unbedingt die Autobahn verwenden, um benachbarte Städte zu erreichen. Sind öffentliche Transportmittel vorhanden, pendeln weniger Sims. So, bei uns pendeln hier einige aus der Nachbarstadt rechts unten. Die kommen alle in die Stadt. Das sind die Gäste Bus, die über den Busverkehr reinkommen und Schulbusse sogar. Die kommen von der Stadt in unsere Stadt, wie es aussieht, okay. Also beziehungsweise die Busse von der Nachbarstadt, Schulbusse kommen in unsere Stadt, um unsere Stadt zu versorgen, glaube ich. So war es irgendwie. Das heißt, wir müssen auch mal hier ein wenig erweitern. Da hat sich auch schon wieder die Grenze erhöht, beziehungsweise das Maximum erreicht. Dann hauen wir da noch mal ein weiteres Klassenzimmer hin und hauen wir noch mal direkt 2 Schulbusse hin, damit auch noch weitere Schüler abgeholt werden können, damit wir das auch besser entwirren können. Weil wenn man nicht darauf achtet, wie man es gerade gesehen hat, dann werden einfach aus den Nachbarstädten die Schulbusse abgezogen und das kann dann auch zu Staus führen. Also jetzt auf der regionalen Seite. Da muss man immer drauf achten, weil hinter stehen die Sims da im Stau einfach. Wir haben jetzt hier in diesem Bezirk oder Kalimdoria einfach das Glück, dass wir 2 Eingänge haben, nicht nur einen einzigen Eingang von der Autobahn. Das heißt, die Straße geht da durch und dadurch fließt ein wenig der Verkehr besser. Da muss man besonders drauf achten, wenn man nur einen einzigen Eingang hat. Und ich denke, wir können jetzt mal wieder ein paar Quadrate hier ausgeben, beziehungsweise ein paar neue Gebiete herausgeben. In dem Fall wieder ein neues Gewerbegebiet direkt in der Nähe der Wohngebiete. Dadurch werden die auch wieder zufriedener, die Wohngebiete. Oh, das will er nicht so wirklich. Da müssen wir natürlich hier Quadratform eingeben. So, da will er es machen. Aber vorhin wollte er es nicht. Ist klar. Ist klar. So, gehen wir weiter. Möglichkeit heraus. Wieder neue Chance, da anders lang zu fahren. So, machen wir da und hier nochmal. So. Gut. Damit die Sims auch einfach darüber fahren können, vielleicht mal andere Strecken nutzen können, um ein wenig den Stau entgegenzuwirken. Weil einige Berufe natürlich oder Jobs auf der rechten Seite in unserem Industriegebiet vorhanden sind.
Und der Wind steht derzeit auch günstig, also nicht in unsere Stadt hinein, sondern zieht sozusagen weg. Das ist natürlich immer das Problem. Handelsdepot, Annahme lokaler Kohle, Weltmarkt. Wie sieht's aus? Also ich exportiere hier die Kohle, die ich da Überschuss erwirtschafte. Also ich fördere, glaube ich, wesentlich mehr Kohle, als dass ich verbrauche durch unser Kohlekraftwerk, das wir da gebaut haben. Und irgendwann mal müssen wir das ein wenig angleichen, weil wenn man das so besieht, dass dann einfach auch, ja, je mehr Einwohner und so weiter man hat oder Gebiete man herausgibt, umso mehr ist der Bedarf an Strom. Da hinten ist das Problem, dass wir einfach zu wenig Wasser haben. Da haben wir auch schon das Maximum erreicht und im Umkreis sind nicht genug. Also wie man sehen hier, sind nicht genug Möglichkeiten, die da rauszugeben. Das heißt, wir müssen erstmal. Pumpstation kostet natürlich einiges, wie ihr sehen könnt. 44.000. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber gleich dürfte es ja sein. Wir haben genug Income. Ja, mitten in die Stadt will ich ihn eher nicht bauen. Mitten in die Stadt wäre nicht so gut. Ja, eher so vielleicht, da mittendrin ist. So. Okay. So, die Pumpstationen. So. Erwirtschaftet natürlich mehr als dieser einzelne Wasserturm, den wir jetzt auch einfach da mal schließen erstmal. Denn die Pumpstation wird dann hinterher das ganze Wasser besser leiten können oder bewältigen können. Es wird jetzt ein wenig dauern. Da müssen natürlich erstmal Leute eingestellt werden, die dann einfach auch die Posten besetzen, um die Pumpstation am Laufenden zu halten. Geschlossen, wir brauchen Wasser. Ja, geht, ist klar. Berechnung. Ah, jetzt kommt das. Jetzt kommt es. Wunderbar, es läuft. Und es zieht an. Also 10 Kiloliter hatten wir erstmal. So, und das Wasser ist hier fließt wie Sau. Sind schon auf 53,9 Kiloliter, die jetzt hier benötigt oder bereitgestellt werden, um die gesteigerten Kapazitäten besser abzuhandeln. Wasserknappheit. Ja, kommt ja jetzt. Kommt, ganz ruhig. Chill. Chill ich hier. 27.900 Einwohner gehen jetzt Richtung stark, Richtung 30.000. Es geht voran. Wir haben jetzt auch einen Kiloliter Überschuss von 81 Kiloliter pro Stunde. Das ist auf jeden Fall gut. Das dürfte jetzt erstmal für eine gewisse Zeit vorreichen oder reichen, damit auch die Sims hier weiterhin sich entwickeln können. So, wie sieht es hier aus? 20 Minuten. Oh, das ist noch richtig schön. Da haben wir noch einen weiteren hin, damit auch so langsam wird es stetig hochgehen. Besonders wenn die Bewohneranzahl sich hier erweitert, immer wieder. Jetzt kommen hier schon Brandstifter aus der Nachbarstadt, also links unten. Das ist nämlich eine Casino-Stadt und Casino-Städte verleiten oder ziehen besonders Verbrecher an. Und wenn der natürlich, sagen wir mal so, dem nicht wirklich Herr der Lage wird, beziehungsweise muss er da wesentlich mehr Polizei bereitstellen, aber jetzt kommen jetzt schon Brandstifter hier hin und versuchen unsere Häuser, unsere Gebäude in unserer schönen Stadt Kalimdore ja anzuzünden. Also ein bisschen schade. Hoffen wir mal, dass unsere Feuerwehr oder Polizei das dem entgegenwirken kann. So, gesundheitliche Bedenken ist jetzt auch abgeschlossen, die Aufgabe. Wurde erreicht. Vielleicht werden die Sims auch da ein wenig zufriedener in dem Bereich. Gut, und irgendwann mal, wie man gesehen hat, hier im unteren Bereich haben wir die Möglichkeit, die Eisenbahn zu nutzen. Das möchte ich auf jeden Fall, damit wir auch da die Autobahn wieder ein wenig entwirren können. So, mittlere Dichte, mittlere Dichte, mittlere Dichte. Hauen wir weiterhin hier die Straßen ein wenig hin. So, da noch einen hin, da noch hin, da noch hin. Damit wir auch mal langsam hier wegkommen, oder wir müssen wegkommen von den einfachen Straßen mit einer Spur, damit der Verkehr besser fließen kann. Und
Ja, sieht soweit ganz gut aus. Wir gehen stramm auf die Nummer 30.000 zu, sind schon bei 29.400, 800. Jetzt hat sich wieder überschlagen, die Anzahl. Und es läuft alles ganz gut. Und ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, hier unsere schöne Stadt aufzubauen. Bis dann.